Hallo zusammen und willkommen bei Mega Rasa. Ich bin Mega und heute werde ich euch zeigen, wie man muss weißen Reis mit einem Reiskocher zubereiten. Ich war schon öfter bei jemandem zu Hause essen und dann merke ich, dass der Reis einfach noch hart ist oder zu nass. Also werde ich euch jetzt zeigen, wie weißen Reis mit dem Reiskocher zubereitet wird. Was brauchst du? Natürlich die Reiskocher und ich habe hier eine Tasse mit Basmati-Reis. Das sind ungefähr 250 Gramm Reis, also ungefähr, das sind ungefähr, ja, das ist sicher genug für 4 Personen, eigentlich mehr als genug. Und jetzt werden wir den Reis zuerst ein wenig mehr waschen und dann, denn das ist auch sehr oft etwas, was die Leute nicht wissen. Weißen Reis muss man immer zuerst waschen. So, ich habe gerade das Wasser hineingegossen und du siehst, dass das Wasser einfach sehr trüb ist. Man sieht den Reis eigentlich gar nicht. Und diesen Schritt werden wir einfach ein paar Mal wiederholen, bis das Wasser einfach etwas klarer wird und man den Reis sieht. Eigentlich machen wir das, um das ein wenig einfacher zu gestalten, ein wenig Stärke vom Reis zu entfernen, denn dann wird dein Reis auch überhaupt nicht einfach klebrig. Also, das werden wir einfach ein paar Mal wiederholen. Jetzt siehst du den Reis. Dann ist es einfach gut. Der Reis ist jetzt sauber und jetzt werden wir wirklich den Reis zubereiten. Und ja, wie viel Wasser brauchst du eigentlich? Ich mache es eigentlich auf die asiatische Art. Wir füllen den Behälter mit Wasser, bis er fast voll ist. Danach lege ich meinen Finger vorsichtig auf den Reis, um die richtige Menge zu messen. Du beobachtest dann genau, was passiert, um sicherzustellen, dass alles korrekt abläuft. Eigentlich bis zu deinem ersten Fingerglied. Wenn das Wasser dein erstes Fingerglied berührt, dann hast du genug Wasser. Und so wie es aussieht, brauche ich noch ein kleines bisschen Wasser. So, ja, das ist genug. Und wenn du denkst, wie viel ist das eigentlich? Das Verhältnis ist ungefähr eine Tasse Reis gleich 1,5 Tassen Wasser. Und jetzt warten wir darauf. Jetzt ist es eine Frage des Wartens. Und es ist in etwa einer Viertelstunde fertig. Und ja, dann habe ich einfach perfekten weißen Reis. Nun, der weiße Reis ist jetzt wirklich fertig. Jetzt sieht es wirklich sehr schön aus. Ganz und gar nicht klebrig oder zu trocken. Es ist wirklich sehr gut gegart. Perfekter weißer Reis.